Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute verlege ich mit euch Bankirendil. Vor einigen Monaten haben wir schon mal den Bereich neu gemacht. Wir sind hier auf einer Dachterrasse über den Dächern von Berlin. Da haben wir die ganze Ecke hier neu gemacht. Und hier hinten in dem Bereich haben wir die alten Dielen wieder verlegt, dass das erstmal wieder nutzbar ist. So, und heute geht es darum, wir haben hier noch eine kleine Ecke, die muss noch gemacht werden. Das ist hier auf so einem Fahrstuhlschacht. Was soll der Bereich? Auch noch mit Bankirei gemacht werden, dass er später eine Bank ruft, damit man da sitzen kann. Hier ist so eine Art Windfang. Ja, und damit werden wir heute anfangen. So, zuerst müssen wir mal die Unterkonstruktion hier aufbringen. Ich mache im Prinzip einen Rahmen hier immer ringsrum und lege den Querhölzer, wo denn die Bankirei quer raufkommt. Dazu habe ich hier schon mal das Material. Schneide ich mir jetzt zurecht und dann schrauben wir das darauf dann zusammen, dass wir die Dielen verlegen. Zeigt hier so eine Winkel, 40x40x40 sind die. Und die befestige ich hier in den Ecken. Und das mache ich jetzt an jedem Teil, dass wir erstmal die Abstände haben. So, jetzt habe ich hier so eine Glasklötze, nennen die sich. Die gibt es in verschiedenen Stärken, von 1 mm bis 8 mm. Und dann habe ich hier so eine Bautenschutzmatten. Die lege ich jetzt immer unter die neuralgischen Punkte, also da, wo die Last aufkommt, lege ich mir so eine Jummischrotmatte, also so eine Bautenschutzmatte drunter und gleiche den Rest mit die Glaskeile aus. Hier habe ich schon mal angefangen, hier sieht man das ganz gut. Das mache ich jetzt auf der ganzen Fläche, damit die Unterkonstruktion vernünftig aufliegt. So, damit wäre der Bereich Unterkonstruktion abgeschlossen. Hier seht ihr an den Seitenwänden Unterkonstruktion. Oben drauf alles unterfüttert mit Gummischrot und Ausbeißklötze. Ist so stabil, ich bin schon mal rüber gelaufen. Und die andere Seite hier auch noch, die Wand. So, der nächste Schritt wäre jetzt die Sache mit die Dielen zu verkleinern. Die habe ich ja auch schon hier. Ich werde anfangen mit den Seitenwänden.
Und dann mit den Dielen, die oben drauf kommen, jäg dann über die Bretter von den Seitenwänden drüber. Dann hat das ein schönes Bild. Gut, dann heißt es erstmal ausmessen, zuschneiden und dann montieren wir die Bankierei-Dielen. So Leute, der Rand ist gemacht, immer ringsrum. Ja, sieht ganz gut aus. Ich habe auch schon das erste Brett angelegt mit einem Zentimeter Überstand. Und jetzt können eigentlich alle weiteren Bretter folgen. Eins nach dem anderen, bis das Deck zu ist. Also soweit bin ich erstmal zufrieden. Unten auch alles auf Gehrung geschnitten, wie sich das gehört. Ja, und nun ballern wir hier die nächsten Dielen drauf, bis die Sache hier zu ist. Okay, los geht's. Also ich lege mir mal zwei Stück hin und dann habe ich mir hier diese Glasklötzer mit einer Schraube durchgemacht und die stecke ich mir hier im Brot einfach nur drin. Dann halten die und dann habe ich immer den gleichen Abstand. Jetzt zeichne ich mir mit dem Winkel an, wo die Schraubenreihe sitzen muss. Damit die nachher auch alle schön in einer Linie sind. Weil doch ab und zu an den Schraublöchern so noch kleine Fusseln dran sind, schrubbel ich das immer ab hier mit so einer Nylonbürste. Die spanne ich mir auf den Akkuschrauber und
dann schrubbel ich immer über die Schraubenlöcher rüber und dann sind die Fusseln weg, dann sieht es doch gut aus.